Guten Morgen, Leute. Ich räume jetzt gerade ein bisschen auf. Bin schon wieder mal früh wach. Ich habe das irgendwie so drin, keine Ahnung. Ich kriege das irgendwie nicht raus. Ich meine, es ist ja nicht schlimm, früh aufsteher zu sein oder so, aber manchmal denke ich mir schon, ja, ich will schon gerne mal länger schlafen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen aufgeräumt. Hier sah es aus. Oh mein Gott, ich dachte, was ist hier passiert, ey? Und ja, schaut mal. Das ist unser Duftdiffuser. Wisst ihr noch, wo wir den gekauft haben? Das hat eigentlich so eine Glaskuppel drumherum. Aber meine Mutter hat es kaputt gemacht. Also sie ist aus Versehen draufgetreten oder hat es irgendwie weggekickt. Jetzt ist es kaputt, aber ich benutze es irgendwie trotzdem, weil das Geld muss ich ja klonen, da habe da Hanna. Aber man merkt schon, also ohne die Glaskuppel ist es einfach scheiße, weil das Wasser spritzt rum. Deswegen mache ich es am Waschbett. Deswegen mache ich erst am Waschbecken. Ich wollte jetzt eigentlich kehren, weil hier sind so ein paar Sachen auf dem Boden. Aber ey, ich glaub's nicht, ey. Wir kaufen echt jedes Mal eine neue Schaufel und dann verlieren wir die Sachen immer. Okay. Die haben wir ganz neu gekauft. Und die ist immer so schwer zu finden wieder, ey. So ein Scheiß. Und schaut mal, wir haben hier so überall Blüten. Ich verstehe nicht, warum die abfallen. Also eigentlich sollen die doch aufgehen. Die Blüten. Genauso hier auch. Alter, die sterben immer so schnell, obwohl wir eigentlich regelmäßig gießen. Bei Orchideen kann man nichts falsch machen, weil die sind immer top. Also die sind pflegeleicht. Aber solche Pflanzen, ey, ich frage mich, ob die für draußen geeignet wären oder sowas. Ich weiß nicht. So, ich habe jetzt fertig aufgeräumt und jetzt frühstücke ich. Katze ist, glaube ich, immer noch oben. Ich habe mir ein Avocado-Brot geschmiert und so. Also das besteht aus Weltmeisterbrot, dann Frischkäse, also so Kräuterfrischkäse und dann mache ich Avocado drauf. Bisschen Salz und Pfeffer oben drauf. Tomaten und Paprika habe ich mir noch dazu geschnitten. Das ist übrigens Balsamico-Creme. Und ja, schmeckt wirklich richtig gut. So, heute ist sehr schlechtes Wetter. Also gestern hat es ja geschneit und heute, heute ist es so ein Wetter, wo der Schnee so ein bisschen auftaut, aber es immer noch kalt ist. Und den ganzen Tag wirklich die Sonne nicht scheint, also den ganzen Tag ist bewölkt. Ich hasse diese Tage. Da kann man nicht wirklich irgendwie Videos drehen oder so. Heute wollte ich eigentlich ein Video drehen, aber mal gucken, wie ich das alles packe. Heute, denke ich, drehen wir nur Videos. Also wir haben noch nichts Konkretes geplant so. Heute ist, glaube ich, der 16. oder? Genau, und wir wollten heute mal etwas produktiver sein. Aber es gibt zwei Videos, die ich unbedingt noch drehen wollte. Aber ja, keine Ahnung. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare oder so, falls ihr Videovorschläge habt. Ich finde, mittlerweile ist es so. Warte. So. Ich finde, mittlerweile ist es so richtig schwierig, irgendwie auf YouTube so neue Ideen zu finden oder Videos zu drehen, weil es einfach so viele Sachen schon so oft gab, aber gerade die Sachen, die es halt schon so oft gegeben hat oder was auch immer, die werden halt auch so am meisten so geschaut. Also zum Beispiel, wenn ich frage, was ihr von mir sehen wollt, dann kommen, also dann kommen immer so Videovorschläge, die jeder schon 10.000 Mal gemacht hat, also was ja auch okay ist. Aber so, es ist voll schwierig, halt auf YouTube so neue Ideen zu finden, weil es einfach schon alles gibt. Also egal, also scheißegal, was man auf, also wirklich egal, was man auf YouTube sucht, findet man, was gut ist, aber so ist es irgendwie schwierig, so neue Ideen zu entwickeln. Weil so an sich, man weiß ja, was zum Beispiel auf YouTube gut geklickt wird und sowas, aber Kat und ich sind nicht so Menschen, die das dann machen. Also, weißt du, was ich meine? So, zum Beispiel Dinge, die Mädchen nerven oder Dinge, die Mädchen tun, wenn sie alleine sind, was auch immer, diese Mädchenvideos. Das sind so Videos, also
die sind lustig und unterhaltsam und so, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe voll Hemmungen, irgendwie so Videos zu drehen, weil ich versuche immer Videos zu drehen, wo ich Leuten helfen kann damit. Und mit den Mädchenvideos hilft man ja, also das dient ja nur zur Unterhaltung. Was auch gut ist, aber irgendwie versuche ich, also ich versuche immer irgendwie Videos zu finden, die irgendwie hilfreich sind, auch wenn viele auch nicht hilfreich sind, wie viele auch schreiben in den Kommentaren, aber zum Beispiel so mein Augenbrauen-Video, ich weiß, ich habe sehr, sehr viele Sachen gesagt, die man schon weiß, aber ich bin mir sicher, dass es auch viele, also ich bin mir sicher, dass auch viele Leute das nicht gewusst haben, also wisst ihr, was ich meine, so ich denke halt immer an die Mehrheit und jetzt nicht an die einzelnen Personen, die eh schon Experten sind. Deswegen, ja. Bitch, honey, P, VIP, no guest list. Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake. Hey Leute, habe ich gerade ready gemacht, weil ich drehe jetzt gleich ein Video. Anna dreht schon unten. Und eigentlich wollte ich parallel drehen, aber ich habe meine Kamera bei Paddy im Auto gestern vergessen und ich dachte, ich kann noch mit der zweiten Cam drehen, weil ich habe noch eine zweite, die hier, die habe ich auch kaum genutzt, ey. Auf jeden Fall, und hier fehlt aber der Akku und ich weiß nicht, wo ich den hin habe. Den irgendwie in der alten Wohnung vergessen, aber das kann nicht sein. Voll komisch. Der Akku ist einfach weg von der Kamera. Jetzt warte ich, bis Anna fertig ist und dann kann ich, dann drehe ich mein Video. Und in der Zwischenzeit, während sie dreht, räume ich hier ein bisschen auf. Weil hier ist wieder irgendwas aufgebrochen, du. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Also da ist noch mein Koffer von Berlin. Ich hasse es voll zu packen und auszupacken. Ich hasse es voll. Hier ein Schreibtisch. Auch voll unordentlich, ey. Ja, ich räume das einfach mal auf und mein Zimmer räume ich auch auf, weil ich muss mein Bett neu beziehen, weil Leo im Bett gegessen hat. Oh. Ah, heute Morgen ist mir voll was Komisches passiert. Und zwar, als ich aufgewacht bin, konnte ich meine Lippen nicht, ich konnte nicht reden, weil meine Lippen zugeklebt waren. Ich dachte mir so, wie geht denn das, Alter? Ich wollte so, meine Lippen waren irgendwie so. Und dann wollte ich, hat Leo halt Tschüss gesagt, ich wollte Tschüss sagen und hab meine Lippen nicht aufbekommen. Ich dachte mir so, creepy, Alter. Hat irgendwie so in der Nacht jemand meine Lippen zugenäht? So hat sich's angefühlt. Alter, das war voll der Struggle. Ich habe bestimmt eine Stunde gebraucht, um meine Lippen auseinander zu bekommen. Also ey, ich habe voll die Panikattacke bekommen heute Morgen. Ja. Meinem Herbert geht es nicht gut. Ich muss heute echt mal so eine Salbe oder so ein Pflaster dagegen holen. Ich habe gestern Abend die ganze Zeit gesucht, weil ich meine zu... wissen, dass wir das zu Hause haben, aber ja. Ich schmier halt die ganze Zeit so die Creme hier drauf. Ups. Ich schmier die ganze Zeit diese Creme hier drauf, weil damit die nicht so austrocknen. Die sind irgendwie voll trocken. So Leute, ich habe jetzt Videos geschnitten. Jetzt habe ich richtig Hunger bekommen, deswegen koche ich jetzt was. Und zwar mache ich so Gemüse-Lasagne mäßig oder Gemüse, ja so Gemüse-Lasagne eigentlich, nur ohne diese Lasagne Nudelblätter, weil die haben wir nicht. Ich mache es mit ganz normalen Nudeln und dann mache ich es in den Backofen und so. Ich mache jetzt erstmal die Soße. Ah ja, genau. Ich muss jetzt auf jeden Fall Nudeln backen und so ein Opfer. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal die Nudeln kochen, damit das alles schnell geht. Heute Abend kommt Paddy wieder vorbei und vielleicht meine Mutter kommt vielleicht nach der Arbeit, aber keine Ahnung, ob sie wirklich kommt. Sie vergisst es immer voll oft. Das ist echt krass, wie unterschiedlich die Mozzarella sind. Mhm. Der ist nicht so faserig, der vom Gurigenstick. Mhm. Der vom Aldi ist so richtig gut. Die vom Aldi ist ja gut. Guck mal, das ist voll so creechy. Ja.
komisch. Ja. Guckt der von euch so, weißt du, Phase. Ja, ja, so, so hochwertig. Ja. Tada! Ich mag die Kissen voll. Die sind so schön. So schön. Nur das Zimmer, Alter, guck mal, hier sieht es messy aus. Ja, das ist noch unser Krimskrams, was wir aussortieren und alles. Wer versteckt sich denn da? Hi, was geht? Na, alles klar. No pictures, please. Alter, weggekickt. Alter, Shield voll. Unsere Mutter kommt gleich. Oder? Hat sie gesagt, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Und ich muss hier den Krimskrams hier aufräumen. Einfach steif bleiben. Ja, nicht anmerken, dass es mir nicht passt. Irgendwann wird sie mich schon loslassen. Das denkt Nala. Okay. Jetzt ist sie sofort weg. So. Wir haben jetzt fertig gegessen. Und meine Mama will jetzt was pflanzen in den Garten. Weil jetzt mal ausnahmsweise sonniges Wetter ist. Was ist das für ein Baum? Oh, wie heißt der? Blumen. Das heißt Blumen. Mhm. Weil es kaputt hier und dann ist es besser die Blumen. Das ist die Erde? Nein, die. Ah, okay. So komisch, dass diese zwei Bäume grau, also so am Sterben sind und die hier grün. Bobelina ist auch schon draußen. Nur Bobele haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Und Mila ist schon wieder kurz vom Abpower hier. Komm, gehst wieder rein. Komm, du. Du bleibst da, gell? Ja. Ah, wird auch rein, okay. Hat versucht, verzweifelt Bubille rauszulocken. Nein, nein, der kommt schon rein. Ja, da bin ich. Laptop, Pastikel oder ein Kupferraum. Hast du gehört? Na, man, das ist abgedunkelte Scheibe. Na, trotzdem. Die andere Seite ist nichts. Doch. Beide Seiten sind abgeduckelte Scheiben. Anna, da kann, wenn du siehst, dass ein Laptop ist, dann macht die Glas kaputt. Hä? Kann er gleich das, also weißt, das sieht schon von außen aus, das kann er gleich das Auto klauen. Das ist mehr wert als das Ding. Ja, aber da wird man besser, wenn keine Laptop da, da wird noch mehr Schaden. Die klauen kein Auto. Vor allem Mama, aber doch nicht, weißt, doch nicht auf am helllichten Tag und, ja, mitten auf der Straße. Doc? Ma, weißt du was, wir machen den Test und tun vorne an der Scheibe 1000 Euro legen. Übel. Übel, machen wir den Test. Mal gucken, ob jemand das klaut. Mama. Ja, ja, also auf jeden Fall treffen wir uns jetzt, mit Leo und wir gehen jetzt Eis essen, weil Leo hat Frühlingsgefühle und möchte Eis essen gehen. Deswegen hatte jetzt das Glück, dass drei wunderschöne Frauen ihn begleiten werden. Und Mama gefällt meine Brille. Die habe ich vom Aldo. Aldo, was geht? Was guckt der so? Die habe ich vom Aldo für 16 Dollar und viele Fragen. Also mich haben schon viele darauf angesprochen. Ist das die Dior-Brille? Schön wär's. Ja, wir treffen uns jetzt mit ihm. Leute, wir sind wieder zu Hause. Mama liegt da und guckt ihre Serie an. Und wir waren Eis essen zusammen mit Leo. Haben wir nicht gevloggt. Voll vergessen. Leo ist jetzt ins Training gegangen. Der ist voll fleißig am Trainieren, ey. Ma, es ist zu laut. Ja, ich gucke immer in Philippine. Ja, aber kannst du mal ein bisschen leiser machen, danke. So,
Aber alle Leute kann man nicht holen. Nee. Ma, du guckst eh nicht. Ich gucke. Auf jeden Fall ist Leo jetzt ins Training gegangen. Er ist voll fleißig, was Turnieren angeht. Er geht jeden Tag. Ich fühle mich langsam schlecht, ey. Ich habe nur noch einen Monat Zeit für die Philippinen. Ich glaube, ich sollte ab morgen auch trainieren gehen. Das macht immer so ein schlechtes Gewissen, wenn Leo die ganze Zeit trainieren geht und ich nicht. Oh, kein Speicher mehr. Auf jeden Fall kommt Paddy jetzt gleich und dann werden wir hier zusammen wieder einen Film angucken. Und zwar haben wir uns für Immer Single entschieden. Das gucken wir mal an. Oder vielleicht gucken wir noch was anderes an. Keine Ahnung. Schauen mal. Und Mama guckt ihre philippinischen Serien. Und ich habe mir ein Herpeslaster drauf gemacht. Jetzt sieht man mein Herpes nicht mehr. Mein Herbert, meine ich. Guten Morgen. Heute ist ein so schöner Tag draußen. Draußen ist so sonnig, so geil. Volles frühlingshafte Wetter. Deswegen mache ich mich auch schnell ready. Und wir gehen dann raus. Also Paddy und ich besorgen heute Farbe, weil ich habe Bock, mein Zimmer hier zu streichen. Ich weiß nicht, ob ich nur eine Wand mache, aber ich glaube, ich mache nur eine Wand. Ja. Ich mache eine Wand und ja, die Farbe hole ich heute. Ich weiß nicht, ob ich es heute schon streiche. Heute treffen wir uns mit Donny. Wir haben Donny schon lange nicht mehr gesehen. Und voll komisch, ich habe von ihr geträumt. Das war voll der krasse Traum eigentlich. Weil ich war voll unter Stress, weil ich habe, es war so, irgendwie ist ein Krankenwagen an uns vorbeigefahren, hier. Und ich dachte mir so, hä, da ist hier irgendjemand drin, den wir kennen. Und dann sind wir schnell hinterher gerannt und dann kam Leo angefahren mit dem Auto, sagt, komm, schnell. Und dann sind wir dann gefahren zum Krankenhaus. Und dann kam halt eine Person aus dem Krankenwagen raus, das war dann Donny. Und so richtig in den Wehen und hat so voll geschrien und so. Und ich so, scheiße, schnell, wir müssen ihr helfen. Und dann hat sie gesagt, nein, ich kann es nicht mehr halten, er kommt raus. Und dann hat sie schon gedrückt und so, das war vorm Krankenhaus alles. Und ich glaube, es lag daran, weil wir gestern haben wir nämlich so einen Bericht gesehen, wo eine Frau halt ihr Kind vom Krankenhaus bekommen hat. Deswegen habe ich es, glaube ich, geträumt. Auf jeden Fall hat sie dann gedrückt und dann irgendwie war niemand plötzlich da. Kennt ihr das? In Träumen verschwinden auf einmal alle Leute. Und ich war alleine mit Donny da. Und ich musste dann den Kopf halten und musste es dann so rausziehen und so. Alter, war das Stress, ey. Und dann, aber es war für mich irgendwie voll krass. Ich war so richtig so, oh, scheiße. Auf jeden Fall, ja, und ich habe die Nabelschnur durchgetrennt. So richtiger Vater. Ja, das war komisch irgendwie. Da habe ich auch gleich Donny heute geschrieben, ist Donny, alles gut und so. Und dann hat sie gesagt, ja, sie liegt im Bett. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie gesagt, sie hat heute ihre Wehen bekommen. Vielleicht war das der Grund, warum ich es geträumt habe. Weil ich träume voll selten eigentlich. Also richtig selten. Oder wenn ich träume, halt dann, ich kann mich halt nicht mehr dran erinnern. Weil eigentlich träumt man ja jeden Tag. Aber ich kann mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt ready. Und dann treffe ich mich mit Paddy. So Leute, ich habe mich jetzt ready gemacht. Ich war jetzt auch schon beim Bauhaus. Und habe mir Farbe gekauft. Denn wir werden jetzt gleich zusammen mein Zimmer anstreichen. Ich glaube, ich mache hier jetzt erstmal Platz, ne? Oder wo lege ich euch am besten ab? Also ich habe mich jetzt für ein Mintgrün entschieden, weil das sah eigentlich ganz gut aus auf dieser Vorlage. Und ich werde nur diese Wand hier streichen. Deswegen, ich habe nicht so viel Farbe gekauft. So, ich habe jetzt alles umgestellt. Einfach mal alles auf eine Seite. Dann werde ich jetzt mal die ganze Wand hier abkleben. Ah, übrigens, ich habe mir einen Onesie angezogen von Aldi, weil den trage ich eh nur zu Hause und deswegen ist eigentlich egal, ob da Farbe drauf kommt. Ich glaube, diesen Schrank kann ich auch noch verschieben. Alter, fuck. Ich krieg das. Mila, helf mir, bitte. Danke. Jetzt.
So. Und jetzt tapen wir alles ab. Ich glaube, ich lasse so ein bisschen ran, weil bei unseren anderen... Oh, voll dreckig, die Wand. Bei unseren anderen Wänden sind die Ränder nicht so sauber geworden, weil wir, erstens, wir haben vorhin einen Billo-Kleber genommen. Diesmal habe ich auch einen von Tesoro. Und ja, und deswegen lasse ich aber ein bisschen Rand, weil damit es einfach sauberer aussieht. Also Mama wird uns umbringen, Alter, wenn sie das Video sieht. Weil meine Mama, also unsere Mama mag es gar nicht, wenn wir alleine streichen. Keine Ahnung. Oh. Ups. Das machen wir jetzt gleich nochmal. So, so weit bin ich jetzt gekommen. Ich habe jetzt erstmal die Ränder hier angemalt und dann mache ich weiter mit der Mitte. Aber jetzt gibt es erstmal ein Mittagessen, weil ich habe Hunger. So, es gibt Tocino. Das ist Hühnerfleisch und das haben wir dann mariniert. Dann Reis und Gurkensalat gibt es. Und heute werden Anna und ich alleine essen. Weil ich habe den Jungs, also ich habe Leo zu spät Bescheid gesagt. Schnaller. Nee, der Schnaller. Ich habe aus Versehen Mila gesagt. Ich glaube, Mila ist oben. Ja, ich dachte schon, Anna würde die ganze Zeit raus. Ja, komm, lassen wir sie mal da sitzen. Okay. Haben wir jetzt noch Salat gemacht? Ja. Was sind das, die Schuhe? Die sind cool. Die sind wie die Adidas. Ja. Je schwarzer, desto besser. Aber das ist nicht verkokelt oder so? Nee, nee, das ist, da ist nur das mehr, da ist mehr Marinade dran. Marinade! Muss einmal am Waren denken. Ich muss mir auch Reis geben. So sieht's aus. Voll die schöne Farbe. Ich wollte eigentlich so ein Vintage-Grün machen, aber dann kam die Farbe raus. Ja, aber die ist auch schön. Das ist so ein Mintgrün. Ja. Mama hat noch gesagt, ich soll die zweite Wand auch machen, aber erstens habe ich keinen Bock mehr zu streichen, weil es war voll anstrengend. Und zweitens, ja, ich kann das noch mal anders machen. Ich habe noch genug Farbe übrig. Deswegen wäre eigentlich auch ganz cool, die Wand anzustreichen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich die Wand noch streichen soll oder ob ich es so lassen soll, die eine hier. Danke für euer Feedback und so weiter. Ja, jetzt mache ich mich ready, weil wir wollten jetzt eigentlich Eis essen gehen, weil das Wetter ist so wunderschön draußen. Ich habe den ganzen Tag hier mit Streichen verbracht. So, also. Ah, und die Lampe installiere ich hier oben noch. Und dann gehen wir los. Makes me feel like a dangerous woman. Something about, something about. Wir sind jetzt unterwegs in die Stadt und wollten ein paar Fotos machen für unseren Blog. Der heißt übrigens www.an-cut.com, falls ihr das noch nicht wusstet. Und jetzt treffen wir uns gleich mit Paddy und gehen Eis essen und halt Fotos machen.